Und in der heutigen Folge... Erika mit ihrem Inhalator Asthma eine Fälle aufhalten. Naja, das tun Inhalatoren grundsätzlich. Das haben Inhalatoren so an sich. Wann hast du Asthma? Bist du dir sicher? Weil meine Güte, dir. Ja, die Angst ein Zeug. Weißt du, bis jetzt so, sie hat irgend so ein tolles Ding, mit dem sie Stromkästen. Aber ernsthaft. Die andere, keine Ahnung, kann das. Ich und sie ist so, Inhalator! Superwoman! Nichts, weißt du? Jesus. Sie läuft so ein bisschen wie, als würde sie durch das Blütenmeer rennen. So. So. Na, was haben wir denn da? Klettern? Ja, klar, warum nicht? Bitte, nimm meine, meine Füße an. Oh Gott, beobachtet uns jemand? Wie wär's mit... Spiel! Wenn ich schon dort bin, musst du dir das schon klar machen, dass sie da nicht was sagen muss. Wenn ich in der Natur wandern wollen würde, wäre ich nicht in die Stadt gezogen. Ja. Dieser Scheiß gehört nicht zu meinem Job. Fuck die Natur. Ey, voll krass die Natur, ey. Naja. Aber du hast doch den Job als, keine Ahnung was, Lichtdesignerin oder so. Also. Pech gehabt. Ist eine gleiche Münze, okay. Ich dachte, vielleicht schauen die immer anders aus, aber... Nö. Tun sie nicht. Ist das gleiche Ding vorne drauf. Aus dem Weg, Lady. Jamie, glaube ich, heißt sie. Irgendwas hier? Nope. Alright. Dann gehen wir weiter. Hui. Hier hoch. Ja, wir klettern auf den Berg hoch. Und kommen irgendwann an. Ist hier irgendwas? Das erinnert mich an beschissene Zeltlager. Hier sieht es so aus, als würde was liegen. Aber es ist absolut gar nichts. Also komm, weiter geht's. Jump. Und jump. Oh yeah. Es erinnert mich sehr an das Phantom Manor. Diese ganzen, die Architektur und sowas. Die haben sich... Ich meine, das Phantom Manor hat sich auch inspirieren lassen durch echte... wahre Architekturen, so ein Scheiß, also. So, hier durch. Und wir haben... Sie haben ihr Ziel erreicht. Ich weiß gar nicht, was wir erreicht haben, aber... Okay. Wenn ich das Auto bis hierhin bewegen kann, schaffen wir es rüber. Ah, weil sie ja mit... Technik umgehen kann. Kann ich hier hin? Nein, da kann sie nicht hin. Okay, da drüben ist das Kurbel... Da wollen wir vermutlich rein. Ansehen. Siehst du die Schalttafel? Die ist kaputt. Hier gibt es doch nicht mal Strom. Ja, wir müssen ja erstmal den Strom anmachen. Deswegen haben wir die Jamie ja dabei, weil die sich offenbar damit auskennt. Eine Leiter, okay. Irgendwas hier. Ich schau mal. Hier ist wahrscheinlich zu. Ja, ist natürlich verschlossen. Alright. Dann klettern wir die Leiter hoch und schauen, dass wir da rüberkommen, würde ich sagen. Komm, Mädchen. Hallo? Klettern? Okay. Alles gut. Sie macht das schon. Uah. Solange sie nicht auf die Spikes springt. Was auf die scharfen Kanten. Was ist das? Da liegt etwas. Das habe ich gesehen. Was ist das? Untersuchen. Noch eine Münze. Ja, die nehme ich doch gern. Nee, da ist was anderes drauf. Da ist ein Schädel drauf. Okay. Ja. Oder vielleicht ist es die Rückseite. Weil, keine Ahnung. Münzen haben zwei Seiten. Wie stell dir vor. Drin? Shut the fuck up. I know what I'm doing, girl. So. Bin schon da. Gibt's noch irgendwas, was wir mitnehmen können, bevor wir hier was anschalten? Hier. Da, nö. Okay. Untersuchen. On, off. Hm, vielleicht kriegen wir es zum Laufen. Kannst du die Tür da aufmachen? Ja, gut. Muss ich nicht von oben wieder runter. Ach, schön, habe ich da aufgemacht. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir den ganzen Schwachsinn hinbekommen. Kann sie hier oben irgendwas schon machen, bevor sie... Ja, nicht, oder? Okay, das ist dann, nachdem wir den Schalter, die Schalter richtig umge-
Jamie? Gedreht haben oder so. Kriegst du das hin? Jamie. Was? Drücke Blech zum Ausrüsten des Universalmessgeräts, um Sicherungskästen zu reparieren. Was ist denn das? Was? Wie geil sich der Arm bewegt. Piep, 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 piep. Okay, warte mal. The wiring here is ancient. Follow the arrows and don't go out of sequence unless you want to trip the whole system. You're welcome in advance. Laura. Who the fuck is Laura? Ich bin etwas verwirrt. Also, das? Zu dem? Und dann hier runter? Und dann so? Aber hier ist der Pfeil noch da. Scheiße. This is confusing. Muss ich dann wieder was abschalten vielleicht? Warte. Aber hier runter? So? Okay, du kannst es wieder abschalten. Alright. Ist okay. Warte. Ich glaube, es ist nicht so kompliziert. Aber ich bin gern ein wenig. Warte. Kann ich. Und dann. I don't get it, but I did it. Technology. What the fuck was that? Wow, wir sind wieder Kate. Krass, Alter. Boah, gut. Müssen wir da was drücken vielleicht? Nö. Wir klettern nur. Herr, bitte erneut. Hand, dankeschön. Wow. Cut. Komischer Cut. Oh, okay. Da kommen so die Ladebildschirme. Aber sie sind so schnell vorbei, dass nur so ein kurzer Blitz kommt. Von schwarz. Hast du das? Oh, der Regenmanteltyp. Ja, L2. Ich habe L2 gedrückt. Hallo? Okay, scheint ihm egal zu sein. Wer bist du denn? Ist cool. Okay, dann ist es ja scheißegal. Gut, ich habe L2 gedrückt. I did. Aber wahrscheinlich war die Zeit vorbei. Who fucking cares? It's okay. I'm alright and that's what matters the most. Was ist das? Kannst du es untersuchen? Ja. Was ist das denn jetzt? Schaufel. Was war das denn? Was? Stiletto-Absatz. Hä? Aha, was? Ein Stiletto-Absatz? Hier ist irgendjemand um sein Leben gerannt. In Absätzen. Ah, oh Mann, hier ist auch zu. Was das wohl ist? I want it. Kann ich da hin? Wenn ich da hochgehe, ist da drüben mein Weg. Ganz komisch, der ist da hergekommen. Dieser Dingens und dann einfach abgehauen. Er hat uns gesehen. Ich glaube, der ist nur so, okay, alles klar. Ich weiß, was ihr macht. Ich weiß nicht, wie gut das ist, aber egal. Ist ja nur der Anfang des Spiels. Herr. Entschuldigung. Ja. Die Texturen sehen aus, als wären sie draufgeklebt. Hey! Oh, schon viel besser. Ha, mir geht's gut.
kurz ausruhen. Ich glaube, da hat ein Text gefehlt. Sie müssen wirklich dort bleiben, wo ich es sage. Ich glaube, da hat ein Text gefehlt, wo er fragt, ja, wie geht's Ihnen denn oder sowas. Gehen wir weiter. Bitte alle unter dem wachsamen Blick von Mr. Dumet bleiben, klar? Mhm, klar. Kate. Was denkst du? Ein Ferienlager aus der Hölle. Someone died. Wir kriegen schon noch raus, was er im Schilde führt. Ich meine, wir haben doch überhaupt nichts, was darauf hinweist, aber... Die Vibes, Alter, die Vibes sind nicht so gut. Na, großartig. Die Brücke geht kaputt. Und dann kommt ein Axtmörder. Hast du Höhenangst? Vielleicht. Ja. Nicht nach unten schauen. Jetzt springt sie drauf. Ja. Natürlich tut sie das. Wir werden alle sterben. Sehr witzig. Sehr lustig. Ja, ja, mach dich nur über jemanden lustig, der Höhenangst hat. Weißt du, wie viele Menschen es gibt, die Schiss davor haben? Verständlicherweise. Ich nicht. Aber. Aber, entschuldige, ein bisschen Compassion hier. Du schaffst das. Soll ich dich Huckepack nehmen? Du schaffst das. Blick nach vorn, nicht nach unten. Ist okay. Ich schaff das. Wirklich? Okay. Mitfühlen. Siehste? Komm, ich nimm dir an der Hand. Das ist nur Wasser da unten. Und du kannst schwimmen. Und die Brücke sieht stabil aus. Sie sieht sehr stabil aus. Ganz ehrlich, sie sieht wirklich sehr, sehr komm schon. Heftig aus. Du kannst das. Nicht noch, aber einfach, du kannst auch nach oben schauen. Ja, genau so machen wir das. So. Ganz langsam, genau. Einfach ganz siehst entspannt. Du? Geht doch. Ich sehe nicht hin. Genau, das ist so gut. Nicht runter. Nicht runter gucken, einfach. Klar. Kannst halt die Augen zu machen. Einfach nur einen Schritt nach dem anderen. Geht doch. Na, siehst du, wie gut du das hinbekommst. Na, was, schau. Und du bist schon drüben. Mein Gott, siehst du. Na gut. Danke. Na, kein Problem. Du hast mir schon immer durch solche Scheiße geholfen. Wir sollten Mr. Dumet einholen. Wo sind denn alle? Tut mir leid. Der eine hat Höhenangst. Na los, wir vergeuden Zeit, Leute. Überall diese Bänke und alles. Was war denn das früher hier so ein also das war ein Hotel oder war das ein Schloss oder sowas? Oh Gott, da ist der Typ. Oder die Frau, ich weiß es nicht, aber die Person halt. Schönes Buntglasfenster. Ich weiß nicht, ob das Buntglasfenster ist, aber... Also er hat das nachgebaut, so die Räume oder das ganze Hotel. Das, wow, Mr. Dumet, was für ein fantastischer Ort. Ja, vielleicht doch kein verschwendetes Wochenende. Ich frage mich nur, wieso würde jemand ein Hotel bauen, so weit draußen und es halt nachbauen, nach dem, was... Hallo. Dem Homes? Wer bist du denn? Was machst du da? Da war ein Mädchen. Da oben. Und dann, weißt du, dann ist aber alles heruntergekommen, was da du hier findest. Und jetzt ist sie auf ewig fort. Du bist so ein Arschloch. Ja, wirklich. Was ist denn mit dir? Warum magst du sie nicht? Ich meine, ich kenne sie jetzt nicht gut. Ich habe jetzt noch keine große... Vorsichtig. Keine großen Gefühle, aber... Mann, das ist genial. Wow. Sieh nur. Das ist echt cool. Von außen schaut es scheiße aus, aber innen, wow. Heftig. Es ist wirklich genau wie das Hotel. Würden Sie sich bitte alle hier eintragen? Das ist krass. Wir sind nicht vollzählig. Wer fehlt? Der Rest kommt bestimmt gleich und wird auf die Zimmer gebracht. Catch mein Koffer bremst alles aus. Oh, er meinte, die Koffer sind nicht vollzählig. Zigaretten. Blauer Rucksack. Dann sag doch einfach, es sind noch nicht alle, das ganze Gepäck ist noch nicht da. Oder so, wir sind nicht vollzählig, stimmt ja dann nicht. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken, das ist einfach fantastisch. Habe ich nicht gesagt, dass es ein guter Plan ist? Wohin sind die Treppen verschwunden beim Jeff? Wohin? Die Treppen waren einfach weg. Es ist confusing. Oder waren die hinter der Tür und wir haben es halt nicht mehr gesehen, weil
da die Spikes waren oder so. Was heißt 178? Was heißt das? Oh, warte, weil der Typ vielleicht 200 Leute umgebracht hat und jetzt versuchen sie auch 200 Leute umzubringen? Ach, ich habe keine Ahnung. Ich rate hier nur. Die Oma aus Resident Evil 7, will ich sagen. Da bist du ja. Die stirbt doch, ich hab Arbeit, das gesehen. Arbeit, Arbeit. Du warst den ganzen Tag fort. Und ich mache mir hier Sorgen. Du Scheißkerl. Den ganzen Tag weg, ohne ein Wort von dir. Okay. We got that scene out of the way. What the hell? Ist das jetzt einer von uns, oder? Ja, okay, das ist einer von uns. Das ist mein... Oh! Wer hat denn jetzt angefangen zu singen? Du bist schreckhaft. Sie? Oh mein Gott, ich wechsle besser die Unterwäsche. Hast du mich nicht kommen gehört? Ich habe ja schon gedacht, dass das die Tochter vielleicht ist von dem Typen. Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Und vielleicht muss der Typ die Leute herlocken, weil, keine Ahnung, irgendwas mit seiner Frau ist. Ein Mädchen. Mr. Dumet hat bestimmt Familie, Angestellte, Freunde. Wer weiß? Trotzdem, mir läuft's hier eiskalt den Rücken runter. Ganz ehrlich, wenn es wirklich so ist, dass halt irgendjemand von ihm gefangen gehalten ist, ne? Würdet ihr sowas machen, ja, wenn jemand... Keine Angst. Das ist mein keine Angst, Lied. Oh, deswegen. Okay, sie hat gesungen. Mir nichts geschieht. Würdet ihr dann auch so einfach Leute herlocken, obwohl ihr wisst, dass sie sterben werden? Direkt um die Ecke. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde es sogar tun. Wenn es für jemanden ist, den ich sehr liebe oder so. So, I would let the world burn, basically. Aber ich meine, ich rate hier nur, dass das so ist, wie es ist. Vielleicht ist der Dumet ja auch der Typ, der alle umbringt. Ja? Warum wartest du nicht kurz? Ich pack aus und dann suchen wir dein Zimmer. Weiß nicht, an diesem Ort sollte man lieber nicht allein unterwegs sein. Ja. Danke. Ja, vielleicht. Ich würde mich bestimmt verlaufen. Wirst du dann noch umgebracht im Bad? Übrigens, sie hat so ähnliche Haare, also wie die Dame, die halt gestorben ist, die Mary. Wären wir. Tja, es ist. Finde ich. Die Braids da oder was auch immer es ist. Wenigstens müssen wir nicht wieder ein Zimmer teilen, wie eins dieser Kapselhotels. Gemütlich macht Spaß. Vielleicht teilen wir uns wieder ein Zimmer und sind morgens verheiratet. Du redest im Schlaf. Habe ich dir wohl nie gesagt. Ach, ja? Geistreiches Omen. Was habe ich gesagt? Bringt das überhaupt irgendwas? Wenn so ein Zeug hochgeht, diese ganzen Eigenschaften, oder ist es einfach nur so... Diese Batch. Just do it because fun. Aber sie war ganz nett zu mir. Das mit Mark geht ihr bestimmt näher, als sie zugeben will. Lügen, sie ist ein Roboter. Also, im Moment mag ich dich am wenigsten, Jamie, weil anzunehmen, was jemand anderes empfindet oder fühlt, Ekelskool. Ja, ist so... So nur weil du sie nicht magst, heißt das nicht, dass sie keine Gefühle hat oder sowas. Was ist das? Wein, du Spezi. Schau ihr doch wenigstens in die Augen, wenn du redest. Liest mir die Leviten und ich stehe als Depp da. Wieder mal. Ja. So was macht er. Aber sind nicht im Dienst. Bis wir den Dreh vorbereiten. Was betrunken schlecht geht. Ich sag ja auch nicht, dass wir uns vor der Arbeit die Kante geben müssen. Warum tust du das? Ich hab du weißt ja überhaupt nicht, wie alt es ist. Du bist süß, wenn du trinkst. Aber ich... Süß? Du findest mich süß? Hm? Oh. Guys, just make out already. Du bist so sick. Willst du meinen benutzen? Nimm meinen, falls du Herpes Roulette spielen willst. Danke, aber ich finde meinen. What the fuck was that? Was zu sagen? Nimm meinen, wenn du Herpes Roulette spielen willst. So, yeah, that is the flirting skill that I'm on. All the way down there. Mann, ist das staubig. Alles okay? Scheiße. Willst du mir Angst einjagen? Nein. Ach, weil es ist scheiße staubig da unten.
Erika mit ihrem Inhalator Asthma eine Fälle aufhalten. Naja, das tun Inhalatoren grundsätzlich. Das haben Inhalatoren so an sich. Wann hast du Asthma? Bist du dir sicher? Weil meine Güte, dir. Ja, die Angst ein Zeug. Weißt du, bis jetzt so, sie hat irgend so ein tolles Ding, mit dem sie Stromkästen. Aber ernsthaft. Die andere, keine Ahnung, kann das. Ich und sie ist so, Inhalator! So Superwoman! Nichts, weißt du? Ich will nicht abhängig von einem Inhalator sein. Ich will mir das einreden. Aber schau. Staub und Allergien und alles ich gut, muss Schätze. Einfach besser aufpassen. Sicher? Weißt sicher. Du, ich bin sicher. Nur weil du einen Inhalator brauchen also, könntest ja. manchmal, gemütlich. Weil du Asthma hast, heißt das nicht, dass du schwächer bist oder sowas. Das ist keine Schwäche, das ist einfach bist etwas, eine Krankheit oder ich weiß nicht, ob du das Krankheit nennst, Asthma. Bist du vergiftet? So schlimm ist es nicht. Ich meine, du lügst nicht. Es ist ein bisschen schräg, dass du sagst, ich möchte nicht davon abhängig sein. Oh. So als wären es irgendwelche Hardcore-Drogen oder sowas. Okay. Ich bin so... Ein Hauch von Zitrusnoten. Nur von... Was ist in den Inhalatoren drin? Luft. Ich habe keine Ahnung. Oh, das ist schräg. Und ich würde sagen, ein kräftiger Schwung schimmeliger, vollgeschwitzter Sonne. Ist ja oh widerlich, Gott. Alter. Ich hasse dich. Weißt du, deswegen trinkst du nicht ich einfach irgendwas. Dass du süß bist, war keine Lüge. Oh, entschuldige. Ich dachte, du meinst das mit dem Süßsein. Wirklich? Falls ich rot werde, war das der Wein. Ich glaube, da hat jetzt was gefehlt. Nicht, weil ich schüchtern bin. Ich schwöre. Wirklich. Wollt nicht. Dass du dich komisch fühlst. Das war gerade irgendwie komisch. Ich weiß aber nicht, wieso. Es ist nur... Da hat irgendwas gefehlt, glaube ich. Ich bin so confused. Charlie nervt mich dauernd, ich soll professioneller werden. Und verstehe. Nicht, dass ich das nicht zu schätzen wüsste. Aaron. Oder dass ich dich nicht auch süß finde. Es ist nur, Nähern, kneifen? Ah, fucking give a shit. Kiss if you want to. Wow. Oh mein Gott, ich... Ich dachte, du stehst auf sie. Oh, du Bitch. Ich verarsche dich doch nur. Ich will dich seit Monaten küssen. Hatte bloß Angst vor dem ersten Schritt. Was war das denn jetzt? Digga, du kannst doch jemanden, der wie sie eh schon so offensichtlich schüchtern ist und sowas, dann nicht auch noch sagen, oh, nein, und das als Scherz meinen. Alter, wenn mir das jemand antun würde, ich wäre so, okay, fuck you too. Und dann so, nein, ich will dich eh küssen. Sondern fuck you, I'm going, I'm like, now I'm sad, okay? Like, that was unnecessary. Ha! Josef. Machst du hier draußen auf Person? Feindselig? Sarkastisch? Machst du hier draußen jetzt einen auf Perverser? Sorry, störe ich euch gerade bei irgendwas? Nein, wir haben nur gefachsimpelt. Wir machen uns Sorgen, ob das Stromnetz unsere Ausrüstung packt. Ja, wenn hier alles mit einem Generator läuft. Ich hätte auch nichts sagen können, aber ich war so... Mir ist egal, was ihr da sagt. Keine One to. Dann lungere nicht rum. Ich finde mein Zimmer nicht und brauche eine beschissene Zigarette. Die komischen Dinger da sind Zahlen. Sie steigen der Reihe nach auf und ab. Danke, ich war gerade da unten. Gib mir 10 Minuten, dann habe ich einen groben Plan für die erste Einstellung. Wir haben den ganzen Abend. Geht das nicht nach dem Essen? Ich will mal kurz entspannen, nach der krassen Wanderung hierhin. Nach dem Essen will ich drehen. Ihr habt 10 Minuten. Es schaut jeder irgendwie, ihr wirkt alle wie Roboter. Okay. Also niemand schaut sich gegenseitig. Es ist sehr, sehr komisch. Ich meine, es war in The Quarry und sowas auch ein bisschen schräg. Ich hab sie da reingetan. Dann zeig's mir mal. Vielleicht ist einer von uns aber blind und weiß nicht, was blau ist. Ja, ist ziemlich gemein zu ihr, das muss ich schon sagen. Fortsetzung folgt. Fortsetzung folgt also? Ja, auf jeden Fall. Aber hier ist das irgendwie... Keine Ahnung warum, aber es ist merkwürdig. Viel Glück bei der Zimmersuche. Mit den Leuten, dass sie so, wie sie miteinander interagieren. Vom Gesichtsausdruck her und sowas. Die Bewegungen vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Komm, na komm, los. Los. Die fliehen da gerade, oder?
Wieso fliehen die? Wo zur Hölle gehen die hin? That's not good. Oh, das ist nicht gut. Oder hat er vielleicht überlebt das letzte Mal, der Typ? Und dafür, dass er andere herbringt, darf er gehen oder so? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Was passiert jetzt hier? Oh. Okay. Das ist irgendwie schräg, Alter. War das die Mary? Die hat ausgeschaut wie die Mary. So ein bisschen. Ich weiß nicht, ich könnte mich auch irren. Ich meine, die Haarfarbe war ähnlich. Ich suche ja. Oh, Kate wollte dir das geben. Sie hat vor einer Sekunde... Ich suche ja! Oh, übrigens, sie wollte dir das geben. Ein bisschen schräg. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Sie dachte wohl, das hilft dir bei Stress, oder? Ganz bestimmt nicht. Ich bin nicht gestresst. Okay? Deswegen schmeißt du die Scheiße auch durch die Gegend. Sieh ich irgendwie gestresst aus? Nein, überhaupt nicht, Sir. Das war rhetorisch. Okay, dann bist du voll gestresst. Oh, deine Karten sind schön geworden. Oh ja, geprägt. Macht einen großen Unterschied. Alte Männer stehen echt auf Visitenkarten. Alte Schule. Alte Schule-Männer. Gut gerettet. Auf Schale kann man sagen, wie sie geschlossene Schubladen. Und das Logo ist in Folie. Okay, cool, Charlie. Hatte nicht auch die Krawattennadel? Genau, der hat die Krawattennadel gehabt. Hast du sie gefunden? Nein, ich schwöre, sie waren da drin. Das verstehe ich nicht. Na, scheiße. Vielleicht hat sie irgendwer genommen. Suche in der anderen. Sei methodisch. Gut, dann wühl hier nicht wie verrückt herum, sondern geh organisiert vor. Blaue Tasche. Anmaßend. Entschuldigung. Ich habe mir das genau eingeprägt. Sie sind weg, Charlie. Weg? Einfach so? Vielleicht sind sie rausgefallen. Also hat sie jemand geklaut? Ich weiß nicht. Könnte ich mir bei Kate gut vorstellen. Dann Oder frag Jamie. Sie doch. Tut mir leid. Lass uns einfach weitermachen. Schon gut. Lass uns einfach weitermachen. Ja, weil sie gerade... Das ist ein riesiger Kasten. Irgendwo müssen hier doch bestimmt Zigaretten rumliegen. Deutschstückgeruch, was soll ich sagen? Im Foyer war eine Bar. In einer Bar gibt's doch Zigaretten, oder? Naja, in Bars ist das Rauchen eigentlich verboten, also... Na los, sehen wir nach. Echt? Wenn du welche findest, verzeihe ich dir. Wow, okay. Finde die Bar. Die Rhabarberbar. Ersatzmütze. Der hat eine Ersatzmütze. Ist doch ganz normal. Natürlich ist das normal. Wenn es nicht normal wäre, dann würde ich was sagen. Ja, da war eine Ersatzmütze. Geil. Genau die gleiche. Er beobachtet uns. Mutti! Warte, was? Oh ja, was ist das? Yellow Cross. T.S. Hartley. Das gelbe Kreuz. Der Bestseller-Autor von Schleier der Unschuld liefert eine packende Neuinterpretation eines der gnadenlosesten Massaker der Geschichte. Tötet sie alle! Gott wird die Seinen erkennen. 22. Juli 1209. An nur einem Tag wird die friedliche Stadt Béziers von einem Massaker heimgesucht. Der tyrannische Kreuzritter Simon de Montfort, keine Ahnung, Montfort ist entschlossen, die Stadt mit den grausamsten Mitteln von allen praktizierenden Katharern zu säubern. Tief in den verborgenen Höhlen der Kirche des Sankt Maria Magdalena hat sich eine letzte verbliebene Gruppe von Katharer Perfecti versteckt. Aber sie können nicht ewig dort bleiben. Der jüngste Perfecti, Pater Escrivan, hat mit Hilfe seines lebenslangen Freundes, des katholischen Priesters Muret, einen verzweifelten Plan zur Flucht ausgeheckt. Aber alles hängt von einer feinen Balance aus Mut und Glauben ab. Packend, spannend, Geschichte wird lebendig. Hartley läuft zur Höchstform auf. The Herald. Würdet ihr es lesen? Ja, Holdrio, wir sind wieder da. Ich hab nach 3 Monaten wieder Zeit zum Zocken.
Unser aktuelles Ziel ist, die Bar zu finden, obwohl ich dachte, dass unser aktuelles Ziel Streichhölzer sind. Aber offenbar doch nicht. Ich weiß noch, das Letzte, was ich mich erinnern kann, ist, dass er... Atme doch nicht. Ist, dass er was in den Gang geworfen hat und dann so war, fuck this shit. Hut, den haben wir auch angeschaut letztes Mal. Sehr gut, okay. Ich muss mich erst wieder zurechtfinden. Ich hoffe, warum hat denn der... Du kannst es ruhig weggeben. Aus dem Weg. Also finden wir die Bar. Tür ist zu. Naja, so rennen die. Dieses Hotel ist so riesig. Ich kann es nicht fassen, dass wir hier sind. Hast du Angst, dass das die anderen Folgen billig aussehen lässt? Sie sind billig. Ist eben so. Diese Folge werden die Leute nicht vergessen. Ich will darüber gehen. Genau, den Preis holen wir uns. Halt dich an mich, Aaron. Ich will hoch. Aaron! Aaron will hoch hinaus. Ja, ja, ja. Mach dir keinen Kopf. Du stellst sicher, dass bei mir alles rund läuft. Ich stell sicher, dass du Arbeit hast. Okay? Klar. Gut. Wie gesagt, ich habe 3 Monate oder so ist her, dass ich gespielt habe. Deswegen hoffe ich, dass ich die Steuerung noch einigermaßen hinbekomme. Wände einreißen. Durch das Labyrinth der Angst navigieren. Von Professor J.P. Hunter. Aha. Professor J.P. Hunter ist Autor und Therapeut mit über 20 Jahren Erfahrung. Er hilft Patienten beim Überwinden von Ängsten und Panikattacken. In seinem Buch verrät er Schritt für Schritt, wie sie aus dem Labyrinth der Angst entkommen können. Sie werden im Rahmen eines einzigartigen monatlichen Plans Tipps und Tricks erhalten, die sie im Alltag einsetzen und mit denen sie ihre Angst besiegen können. Professor J.P. Hunter hat Tausenden geholfen, mit ihrer Angst umzugehen und ihnen das nötige Vertrauen verliehen, um Wände einzureißen und ihren Dämonen die Stirn zu bieten. Wände einreißen, durch das Labyrinth der Angst navigieren, ist ein nationaler Bestseller. Komisch, ich habe noch nie davon gehört. So gut kann er nicht sein. Diese Selbsthilfebücher, ich weiß, ich habe auch schon einige gelesen und sie sind im Großen und Ganzen sind's gut. Was mich immer stört, ist bei diesen ganzen Selbsthilfebüchern, dass sie dann anfangen, von Statistiken zu quatschen und da hört mein Hirn auf zu arbeiten. Da schalte ich dann ab. Weil dann kommen sie zu dieser ganzen Zahlen und sie sind so, oh, damals da in Deutschland und damals da und dies und jenes. Und ich bin so, ist mir wurscht. Eine Karte, was ist das? Hallo? Grantham Dumet Architekt. Wow. Nichts sonst. Okay. Visitenkarte gefunden. Die gehört jetzt mir. Stück ich gleich ein. Ist aber eine langweilige Visitenkarte. Nur schwarz mit goldenen Lettern. Weiß ich nicht. Es ist schlicht. Kommt gleich zum Punkt. Alles zu hier. Vielleicht besser so. Aber ja, da gibt es diesen Bestseller, diese 1%-Methode oder sowas. Und ich habe die angefangen zu lesen. Und oh mein Gott, das war so anstrengend. Was gibt's denn da zu untersuchen? Okay. Ich sehe das nie. Es ist ein Wunder, dass die das finden. Muss das wert sein? Na, weiß ich nicht. Aber mitnehmen tue ich es auf jeden Fall. Ein Bild, okay. Und ich habe das gelesen. Und ich habe das erste Kapitel gelesen, was irgendwie die Hälfte des Buches oder so ist. Und dann war ich so, okay, ich hab's geschafft. Jetzt erst einmal ein Päuschen. Und dann nach einem halben Jahr war ich so, okay, jetzt habe ich wieder Zeit zum Lesen und wollte eigentlich weiterlesen und habe angefangen das zweite Kapitel und ich war so, nah, it's not gonna, we're not doing that. Es war einfach so anstrengend. Dieses ganze, ich konnte mich an nichts mehr erinnern, was im ersten Kapitel erklärt worden ist. Obwohl so die Ideen, die der da erklärt hat in der 1%-Methode und sowas, finde ich an sich ganz gut. Aber meiner Meinung nach gehört dann immer so ein Zusammenfassungskapitel auch noch hin, wo sie so sind. Und jetzt alles nochmal grob zusammengefasst und die Details kannst du finden auf Seite 15 und blödödö. Aber das machen sie nie. Es sind so viele Zahlen und ich bin kein Zahlenmensch. Ich will nicht. So. Von Grantham Dumet
an Josef Morello. Einladung. Mr. Morello. Ich warte gerade Mortello und ich bin Mortadella. Guten Abend, Mr. Mortadella. Vielen Dank, dass ich Sie persönlich kontaktieren durfte. Ihr Verleger sagte, dass Sie sehr daran interessiert seien, von mir zu hören. Es scheint, dass wir ein gemeinsames Interesse haben. Ich habe mehrere Jahre damit verbracht, das ultimative Holmes-Touristenerlebnis zu schaffen, indem ich das World's Fair Hotel originalgetreu nachgebaut habe. Ah ja, der ist ja Architekt. Wir haben noch nicht für die Öffentlichkeit geöffnet, da wir noch letzte Hand anlegen müssen. Privat bitte. Und ich bin der Meinung, dass ein Mann mit Ihren Kenntnissen vor der offiziellen Veröffentlichung unschätzbare Einblicke geben könnte. Daher lade ich Sie ein, das Hotel über das Wochenende zu besuchen. Da kratze ich mich gleich mal am Kopf vor lauter. Das Erlebnis ist für Gruppen von 5 Gästen ausgelegt, sodass ich die Einladung auf 4 Freunde oder Familienmitglieder Ihrer Wahl erweitere. Ich muss darauf bestehen, dass diese Einladung vertraulich behandelt wird, bis das Hotel öffentlich vorgestellt wird. Also laden Sie bitte nur Gäste ein, denen Sie vertrauen. Ich hoffe, dass Sie meine Einladung annehmen können. Bitte antworten Sie, um Ihre Teilnahme und die der 4 zusätzlichen Gäste zu bestätigen. Sollten Sie annehmen, dass wir eine Sollten Sie annehmen, die Einladung, wird eine Limousine Sie und Ihre Gäste am Freitag um 19 Uhr unter der Eisenbahnbrücke an der Ecke Sir Wallace Ave und Street, Englewood, Chicago abholen. Ja, yes. Ich bin sicher, Sie werden diese Erfahrung sehr interessant finden. Mit freundlichen Grüßen, Grantham Dumet. Ha! Hallo, Grantham. Danke, ich würde gerne mitkommen. Ich bin sicher, dass ich meine Frau und meine beiden Töchter dazu bringen kann, mich zu begleiten. Mein Bruder Francis ist zurzeit in der Stadt, also sind wir zu 5. Ich vertraue Ihnen allen mit meinem Leben, also keine Sorge wegen der Vertraulichkeit. Bis Freitag, Joe. Oh, eieiei. Ich fürchte ja, dass Joe tot ist. Aber ich könnte mich auch komplett irren, natürlich. Allerdings, ich weiß nicht. Diese Einladung ging offenbar an jemanden raus. Nicht an uns, sondern an wen anderen, also... Hey, Charlie. Ich habe gehofft, in der nächsten Staffel vielleicht mehr mit dem Sounddesign zu machen. Kreativere Sachen. Aaron, was du gerade für dich leistest, bedeutet uns viel. Deine Taschen schleppen und Wäsche abholen? Das machst du sehr gut. Um es in dieser Branche zu schaffen, musst du zeigen, dass du die Drecksarbeit machen kannst. Er würde es ansehen, aber ich habe Angst, dass sie reden. Du solltest dir einen Assistenten suchen. Assistenten? Das ist aber schon krass, wie genau das nachgemacht worden ist. Assistenten? Einen persönlichen Assistenten? Haben wir das Geld dafür überhaupt? Und dann könnte ich beim Schnitt helfen. Bitte was? How dare you want more than you can chew, lady? Hör mal, ich meine, du hast so viel zu geben, so viel Erfahrung. Und das ist die Chance, dieses Wissen weiterzugeben. Stimmt, das ist es wohl. Bei einem Assistenten wären auch meine Kippen sicher, nicht wahr? Euer Charlie! So nachtragend. Du immer noch Filmregie führen? Lady, ich stehe direkt vor dir. Augenkontakt, bitte. Nein, ich meine. Fuck off, by the way. Geh mal weg da. Mit einem Budget und großen Stars. Wer will sowas schon? Aaron, du musst etwas Wichtiges verstehen. Bei unserer Arbeit, die sehr wichtig ist, ist die Wahrheit. Der Star. Oh, richtig. Ja, sorry, Charlie. Also, willst du keine großen Filme drehen? Themenwechsel, bitte. Bitte. Aber darf ich zuerst mal was anschauen? Danke. Okay, da passiert nichts. Ich habe immer Angst, wenn ich was anschaue, dass sie dann was sagen und dann reden sie nicht fertig, weißt du? Deswegen bin ich immer so, ich lass mal laufen, was sie zu sagen haben von der Story her. Aber da schon wieder zu. Ist alles geschlossen. Ist ja wie am Sonntag in Europa. Die Mauer mal zu. Boah, ist ja nett hier. Die Lobby. Auch zu. Hier kann ich... untersuchen. Okay. Ich möchte nichts verpassen, aber ich möchte auch nichts zu früh drücken. Ah, es ist so eine Schande, dass ich nicht weiß, wo es weitergeht. Da drüben ist was.
öffnen. Okay. Wir suchen ja die Bar. Also. Okay, untersuchen wir mal hier. Ich drücke. Öffne. Komm schon, Charlie! Du hast doch, kannst du das damit öffnen? Does that work? Hallo? Was? Habe ich es jetzt geschafft? Did I do it? Ich hab's geschafft! Ich bin voll der Panzerknacker! Wie geil! Willkommenspostkarte. Hä? Was? Jetzt? Was? Warte, was war das? Nein, stopp! Come back! Was ist gerade passiert? Da stand was und dann war es weg und... Alter... Nein, nicht weglegen! Guck's dir an, Mann! Da steht was! Ich krieg die Krise. Wo ist denn... Sammlungen? Wörter. Bilder? Geheimnisse? Wo zum Fick ist denn das jetzt? Da war ein R1. Urlaubsfoto? Gesperrt? Einladung? Ist es hier? Willkommenspostkarte. Oh, war toll. Aus einem Altersheim an Hector Munday. Seine Mutter Lucinda lebte dort seit 1992. Was zum Teufel? Kannst du dir das Ding bitte mal anschauen? So, R2 öffnet Ganze. R2. Ich drücke immer noch R2. Jetzt. Meine Güte. Mr. Hector Munday, 194, was auch immer, ist ja wurscht. 1992, 10. August. Sehr geehrter Mr. Munday, vielen Dank, dass Sie Twilight angeschaut haben und es auch als neues Zuhause für Ihre Mutter gewählt haben. Lucinda lebt sich bereits sehr gut ein. Wir laden Sie ein, sie möglichst häufig zu besuchen und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Linda Price, Geschäftsführerin. Okay. That happened. Das war's? Was, wenn... Das ist so komisch. Was soll mir denn das sagen? Gehen wir mal da rein. Gästebuch. Check-in, check-out. Brad Fisher, Rachel Davies, Jackie Fiddles, Scott Thorne, Louis Lee, Thomas Hall, Cecil. Okay. Jesus. Josef Morello. Okay, aber sie haben offenbar alle ausgecheckt, angeblich. Und da sind wir, glaube ich. Die Charlie Lonnet, Kate Wilder, Jamie, Mark, E. Keenan. Ja, das sind, glaube ich, alle wir. Okay, du kannst nur die zwei Seiten anschauen. Okay. Ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Bestimmt privat, okay. Bestimmt gibt es schon sehr schlaue Leute, die so sind. Ich zähle eins und eins zusammen. Ich verstehe. Und ich bin nur ich so. Ich sollte wohl froh sein, dass nur meine Zigaretten weg sind und nicht die Ausrüstung. Ist das eine Tür da? Wohin führt die? Warum stellen die sowas direkt vor die Tür? Na gut. Ist das nicht die Tür nach draußen? Oh, nein, offenbar nicht. Hey, vielleicht ist Mr. Dumet im Hinterzimmer. Du könntest ihn nach Zigaretten fragen. Ich dachte, wir suchen die Bar, wo wir rauchen können. Öffnen. Entschlossen. Ist hier irgendwas von Interesse? Nein, Mädel, du stehst wieder im Weg. Türen mit Schlüssel können mit Schlüsseln aufgeschlossen werden. Tatsächlich. Also machen wir Luigi's Mansion Style. Wieso hat diese Person Handschuhe an? Das geh dem Geräusch auf den Grund. Na, das machen wir doch glatt. Jetzt komme ich. Achtung, aus dem Weg, aus der Bahn, Leute. Hallo. Ist ja niemand. Hallo. Untersuchen. Volltreffer. Was? Aaron, hab den Schlüssel. Das gibt's doch gar nicht. Bar.
Wer zum Teufel schleicht denn hier im Hotel rum? Außer uns natürlich. Die Geister aus Luigi's Mansion. Jetzt holen wir uns den Staubsauger und fangen sie mit dem Schreck weg ein. Verschlossen. Ich finde schön, dass sie hier sind. Oh, Türen können aufgeschlossen werden. Hm, das haben Türen so an sich, tatsächlich, ja. So, Schlüssel weg. Aber es ist offen. Ich suche mal nach einem Geschenkeladen oder so. Ich hatte heute schon einen Asthmaanfall und dieses Staubinferno fehlt mir da gerade noch. Da könnte es Zigaretten geben. Genau. Gutes Mädchen. Cool. Okay, also sie haut ab. Hallo? Hallo, hallo. I'm not where I'm supposed to be. Halt, da ist was. Hallo? Jetzt schnauze, Mann, ich lese. Noch nicht, aber jetzt gleich. Wow, die stehen auf dem Kopf. Dreh's mal um, Mann. Guten Morgen allerseits. Ich bin Chester Bell, Assistant Director beim Federal Bureau of Investigation. Um etwa 5.30 Uhr Ortszeit hat das Team von Special Agent Hector Monday, unterstützt durch örtliche Polizeibeamte, ein Motelzimmer am Rand von Birmingham, Alabama, gestürmt, um Manny Sherman zu verhaften, den Mann, der als die Bestie von Arkansas bekannt ist. Mithilfe modernster psychologischer Profiling-Techniken gelang es Special Agent Monday und seiner Taskforce, den Verdächtigen nicht nur zu identifizieren, sondern auch seine Handlungen präzise vorauszusagen. Ich freue mich zu sagen, wir haben unseren Mann. Was war das denn jetzt? Ui! Was war denn das? Beast of Arkansas. Hinter Gittern. Bestie von Arkansas. FBI bestätigt Ergreifung von berüchtigtem Serienmörder. Oh Gott. Ist der etwa hier? Ist er ausgebrochen? Oh Gott. Oh Gott. Ich bin nervös. Hallo? Hallo? Will irgendwer kuscheln? Oh, da steht ja jemand. Jesus. Also Jesus ist es wahrscheinlich nicht, aber... Jesus! Ich finde schön, wie der Typ hinter der Bar steht und wartet, bis wir zu ihm kommen. Und wir schauen uns da welche so um. Erstmal da auf die Seite, das wollen wir eigentlich. Miss Kelly Schröder... Ich möchte mich wieder einmal für die unglaubliche Arbeit bedanken, die Sie und Ihr Team am Hotel geleistet haben. Außerdem möchte ich Ihnen meine aufrichtige Anteilnahme übermitteln. Der Unfall der Notcrew auf dem See war wirklich eine fürchterliche Tragödie und ich fühle mich zum Teil mitverantwortlich. Ihnen zu Ehren habe ich dem Hotel während der letzten paar Monate den letzten Schliff verpasst und ich vermelde mit Stolz, dass wir fast bereit sind, die Tore für die Öffentlichkeit zu öffnen. Ah ja, ist der eine Typ nicht abgehauen? Ich glaube, der Dumet, oder? Er hat sich als Dumet vorgestellt. Ist ja abgehauen auf dem Boot. Bitte erlauben Sie mir, Sie und den Rest Ihres Teams als Zeichen meiner Dankbarkeit zur großen Eröffnung einzuladen am 17. November 2017 um 19 Uhr. Ich verspreche einen spektakulären Abend mit Unterhaltung wie zum Beispiel ein Barbierquartett. Barbierquartett, was? Okay. Während Sie diesen einzigartigen Hotelaufenthalt in vollsten Zügen genießen, werden Sie mir gewiss zustimmen, dass Ihre harte Arbeit nicht umsonst gewesen ist. Mit freundlichen Grüßen, Richard Bellknapp. Also Bellknapp, keine Ahnung. Aber Sie reden ja von dem Hotel hier, das eröffnet worden ist. Aber es ist ja immer noch zu. Oh, Zigaretten. Oh, eine einzige Schöpfung. Ja. Ah! Ja. Ja! Fuck! Verdammt! Natürlich! Da steht jemand hinter der Bar, Mann! Das ist ja unhöflich! Ignorier den doch nicht!